Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute soll es um eine Uhr gehen, die in gewisser Weise einen Wendepunkt für die Firma Sinn darstellt. Und zwar ganz konkret geht es heute um diese Uhr. Ja, diese Uhr ist ein Wendepunkt für die Firma Sinn. Weiteres im Video sowie bestimmt und hoffentlich interessante Aufnahmen. So, heute möchte ich euch die Sinn 244 vorstellen, und zwar in der Version mit den Strichindizes sowie den Minutenindizes ohne dem Fadenkreuz auf dem Ziffernblatt. Es gibt vor dieser Uhr zwei Varianten. Einmal mit den Balken bzw. Strichindizes mit Minutenskala und Punktindizes ohne Minutenskala und Fadenkreuz. Die letztere mit dem Fadenkreuz ist noch etwas seltener als diese Variante, aber ich war schon wirklich froh, diese Variante über ein sehr, sehr nettes Mitglied aus dem Uhrforum erstehen zu können. Im Intro hatte ich erwähnt, dass diese Uhr meiner Meinung nach einen Wendepunkt in der Firma Sinn darstellt. Lasst mich das bitte erläutern. Im Jahre 1994 hat Lothar Schmidt die Firma Sinn von Helmut Sinn übernommen. Helmut Sinn war Pilot, war Rallyefahrer, war ein, nach allem, was man lesen kann und was ich von Freunden und Bekannten gehört habe, die ihn persönlich kannten, ein leidenschaftlicher Mensch, der alles mit wirklich sehr viel Leidenschaft und Liebe betrieben hat. So auch die Firma Sinn Spezialuhren. Lothar Schmidt ist ein anderer Mensch. Nach meiner Wahrnehmung ein sehr viel technischer, nüchterner Mensch. Er hat Werkzeugmacher gelernt, hat Maschinenbau studiert und war bei IWC der Betriebsleiter für Gehäuseproduktion und Teilefertigung. Die Firma Sinn Spezialuhren ist also im Prinzip von einem Enthusiasten und einem Idealisten auf einen Ingenieur und Techniker übergegangen. Und in gewisser Weise ist diese Uhr für mich das Symbol dieser Zäsur. Helmut Sinn hat Uhren gebaut nach dem Motto: die bestmögliche Uhr zum günstigstmöglichen Preis. Kein in Anführungsstrichen überflüssiger Schnickschnack. Und nichts, was nicht unbedingt notwendig ist, um gute Uhren günstig anbieten zu können. Wenn ich mir jetzt diese Uhr hier anschaue, ist sie auch für damalige Verhältnisse relativ klein, mit 36 mm im Durchmesser und 11 mm in der Höhe. Und sie hat einige technische Spielereien bzw. technische Eigenschaften, die Sinn bis daher in der Art und Weise nicht hatte. Nehmen wir als ein Beispiel die COSC-Zertifizierung dieser Uhr. Ein wirklich tolles Feature und meines Kenntnisstandes nach die erste Uhr der Firma Sinn, die dieses hatte. Ebenso der in das relativ schmale und nicht sehr hochbauende Gehäuse eingebaute Magnetfeldschutz. Diese Uhr hat den gleichen Magnetfeldschutz, den auch die im heutigen Programm befindlichen magnetfeldgeschützten Uhren haben. Also wirklich ein Vorreiter, was diese Eigenschaft betrifft. Und eine Zäsur ist die Uhr für mich aus meiner Sicht deshalb, weil sie 1995 eingeführt wurde als quasi erste neue Uhr und neu entwickelte Uhr in der Ära Lothar Schmidt nach Helmut Sinn. Also ein klares Zeichen, hier wird deutlich mehr Fokus gelegt auf technische Eigenschaften, auf Industrie, auf neu entwickelte bzw. übernommene technische Features und weniger auf die Maxime, eine in Anführungsstrichen nur gute Uhr zum nur guten Preis. Hier wird etwas angeboten, was einen
Mehrwert liefert über die reine Ablesbarkeit der Zeit hinaus. Darüber hinaus ist die Uhr in ein Titangehäuse verbaut mit einem Titanarmband, sehr leicht und angenehm zu tragen. Diese Uhr hier ist von 1996, ist viel getragen worden und dafür hat das Armband etwas Stretch, aber auch nicht über die Maßen. Und auch die Uhr an sich hat zwar einige Gebrauchsspuren, aber auch nicht so viel, dass man sagen könnte, dass sie über die Maßen gerockt worden wäre oder im Alltag gelitten hätte. Was mir an der Uhr ausgesprochen gut gefällt, auch wenn ich lange Zeit damit etwas gefremdelt habe, das ist der leicht vanillige Ton der Leuchtmasse. Hier zeigt sich deutlich, dass die Uhr wirklich einige Jahre auf dem Buckel hat und sowohl durch die Höhe als auch durch das sehr geringe Gewicht trägt sich die Uhr sehr, sehr angenehm und ist ein fantastischer Alltagsbegleiter in nahezu jeder Situation. Die Wasserdichtigkeit habe ich jetzt nicht prüfen lassen, aber ich glaube auch, wenn ich das tun würde, würde ich mit dieser Uhr wahrscheinlich nicht schwimmen gehen und auch keinen Sport machen. Dafür ist mir die Uhr dann zu selten und auch irgendwie zu schade. Ja, so viel zu der 244 Ti von Sinn. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Makroaufnahmen und ein paar Detailbilder und verabschiede mich. Bis dahin, euer Watchmaxe. We'll be right back.